Der MyMonk Podcast mit Tim Schlenzig. Guten Morgen, Leute. Es ist gerade noch nicht mal 6 Uhr. Ich bin schon im Büro. Ich habe ein bisschen schlecht geschlafen, was nicht so cool ist. Aber ich bin schon im Büro, was cool ist. Jetzt hier die Sachen einzusprechen um die Zeit, das fühlt sich fast so an, als wäre ich so ein Radiomoderator, der gerade nur für die Trucker und Truckerinnen spricht. Und es passt auch ganz gut von der Stimmung her zu dem Buch. Überhaupt nicht bedrückend oder so, im Gegenteil, aber eben auch kein in die Fresse Motivationszeug. Das Buch, das ich euch heute vorstelle, aus dem ich was vorlese, ein sehr, sehr schönes Buch. Und das heißt Die Mitternachtsbibliothek und ist von Matt Haig. Und anders als sonst ist es kein Sachbuch, sondern ein Roman, der aber trotzdem oder vielleicht auch deswegen sehr helfen kann, ja, Sachen im eigenen Leben zu verstehen, auf neue Gedanken zu kommen, vielleicht auch Sachen aus der Vergangenheit anders einzuordnen und auch das hier und jetzt, dem Punkt, an dem wir jetzt gerade stehen, anders einzuordnen. Und bei der Mitternachtsbibliothek, da geht es um eine Bibliothek, an der die Zeit stehen geblieben ist. Und da kommen Leute hin, die gestorben sind oder fast gestorben sind und die sich da Bücher rausnehmen können. Und jedes dieser Bücher, was sie aufschlagen, bietet ihnen einen Einblick in ein Leben, was sie hätten haben können. Die Hauptfigur heißt Nora und das Buch geht im Grunde genommen damit los, dass Nora einen Abschiedsbrief hinterlässt, weil sie sich umbringen will. Und bevor ich den gleich vorlese oder den letzten Teil, noch die Anmerkung. Wer das hier alles möglich macht, nämlich BookBeat. BookBeat hat mir als Sponsor dieser Folge erlaubt, was vorzulesen aus dem Buch. Und BookBeat ist eine Hörbuch-Flatrate-App, wo du 100.000 Hörbücher hören kannst, so viel du willst, wann du willst, wie oft du willst. Und exklusiv für den MyMonk-Hörer gibt es die Möglichkeit, BookBeat 4 Wochen kostenlos zu testen unter bookbeat.de/MyMonk. Ich sage es am Ende auch nochmal. Und jetzt geht's los mit diesem erwähnten Abschiedsbrief. Liebe, wer auch immer, ich hatte alle Chancen, etwas aus meinem Leben zu machen, habe aber jede einzelne davon vermasselt. Durch meine eigene Unachtsamkeit, mein eigenes Missgeschick, hat sich die Welt von mir zurückgezogen. Und deshalb ist es nur logisch, dass ich mich jetzt von der Welt zurückziehe. Wenn ich das Gefühl hätte, ich könnte bleiben, würde ich bleiben. Aber das Gefühl habe ich nicht und deshalb bleibe ich nicht. Ich mache das Leben anderer Menschen schlechter. Ich habe nichts zu geben. Tut mir leid. Seid nett zueinander. Tschüss, Nora. So, und dann wacht sie auf in dieser Bibliothek, die von Mrs. Elm geleitet wird. Und es geht weiter. Offenbar hatte Nora nicht einmal für den Tod Talent. Das Gefühl war ihr nur allzu vertraut. Dieses Gefühl, in allem unvollkommen zu sein. Das unvollendete Puzzle eines Menschen. Unvollkommenes Leben und unvollkommenes Sterben. Warum bin ich denn nicht tot? Warum ist der Tod nicht zu mir gekommen? Ich habe ihn doch geradezu eingeladen. Ich wollte sterben, aber hier stehe ich und existiere immer noch. Ich habe immer noch ein Bewusstsein. Nun ja, falls es dich tröstet, sagt Mrs. Elm, du stehst wahrscheinlich sehr kurz davor zu sterben. Wer durch die Bibliothek kommt, bleibt meist nicht lang. So oder so. Wenn sie darüber nachdachte, und sie dachte immer öfter darüber nach, vermochte Nora, sich nur über all das zu definieren, was sie nicht war. Über all das, was sie nicht hatte werden können. Und es gab ziemlich vieles, das sie nicht hatte werden können. Die Reuegefühle, die sich in ihrem Inneren unablässig wiederholten. Ich bin keine Olympiaschwimmerin geworden. Ich bin keine Gletscherforscherin geworden. Ich bin nicht Dancefrau geworden. Ich bin nicht Mutter geworden. Ich bin nicht Liedsängerin bei meiner Band geworden. Ich habe es nicht geschafft, ein wirklich guter oder wirklich glücklicher Mensch zu werden. Ich habe es nicht geschafft, auf Voltaire aufzupassen. Und zu allerletzt hatte sie es nicht einmal geschafft, zu sterben. Es war wirklich ein Jammer, wie viele Möglichkeiten sie vergeudet hatte. Solange die Mitternachtsbibliothek existiert, Nora, bist du vor dem Tod bewahrt. Jetzt musst du entscheiden, wie du leben willst. Mrs. Elm richtete sich kerzengerade auf, zog das Kinn leicht zum Hals. Ihre Miene wurde förmlich. Sie trat einen Schritt auf Nora zu und klatschte in die Hände. Es ist Zeit zu beginnen. Womit, wenn ich das fragen darf? Jedes Leben umfasst Millionen von Entscheidungen, manche groß, manche klein. Doch jedes Mal, wenn man einer Entscheidung den Vorzug für einen anderen gibt, verschiebt sich das Resultat. Es tritt eine Veränderung ein, die wiederum zu weiteren Veränderungen führt.
Diese Bücher hier sind Portale zu all den Leben, die dir offen gestanden hätten. Was? Du hast so viele Leben, wie du Möglichkeiten hast. Es gibt Leben, in denen du andere Entscheidungen triffst. Und diese Entscheidungen führen zu anderen Resultaten. Hättest du nur eine Entscheidung anders getroffen, dann hättest du eine andere Lebensgeschichte gehabt. Und all diese Möglichkeiten existieren in der Mitternachtsbibliothek. Sie sind alle so real wie dieses Leben. Also Parallelleben? Nicht immer parallel. Manche sind eher perpendikular. Also, möchtest du ein Leben leben, das du leben könntest? Möchtest du etwas anders machen? Gibt es irgendwas, das du ändern möchtest? Hast du etwas falsch gemacht? Das war eine einfache Frage. Ja, absolut alles. Es sah aus, als kitzle die Antwort Mrs. M. in der Nase. Sie tastete nach dem Papiertaschentuch, das im Ärmel ihres Rollkragenpullis steckte, und nieste hinein. Gesundheit, sagte Nora und sah, wie sich das Papiertaschentuch, kaum hatte es die Bibliothekarin benutzt, durch eine seltsame hygienische Magie in Luft auflöste. Keine Sorge, Taschentücher sind mit Leben vergleichbar, es gibt immer noch mehr davon. Miss Elm kehrte zu ihrem Gedankengang zurück. Wenn man irgendwas anders macht, ist es oft das Gleiche, als würde man alles anders machen. Wir können Handlungen nicht innerhalb eines Lebens rückgängig machen, so sehr wir es auch versuchen. Aber jetzt bist du nicht mehr innerhalb eines Lebens, du bist hinausgetreten. Das ist deine Chance, Nora, zu sehen, wie die Dinge sein könnten. Das kann nicht real sein, dachte Nora. Offenbar konnte Mrs. Elm ihre Gedanken lesen. Oh doch, es ist real, Nora sieht. Aber es entspricht nicht ganz der Realität, wie du sie kennst. Es ist, kurz gesagt, die Mitternachtsbibliothek. Die langsam dahingleitenden Regalbretter kamen zum Stehen. Nora bemerkte auf einem der Regale rechts in Schulterhöhe eine große Lücke. In all den anderen Regalen um sie herum standen die Bücher eng aneinander gedrängt, Seite an Seite, aber hier lag flach auf dem dünnen weißen Regalbrett nur ein einziges Buch. Und dieses Buch war nicht grün wie die anderen, es war grau. So grau, wie die Fassade des Gebäudes gewesen war, als Nora sie durch den Nebel erblickt hatte. Mrs. Elm nahm das Buch vom Regal und reichte es Nora. In ihrer Miene lag so etwas wie ein erwartungsvoller Stolz, als hätte sie Nora ein Weihnachtsgeschenk überreicht. Das Buch hatte so leicht gewirkt, als Mrs. Elm es gehalten hatte, aber es war ziemlich schwer. Nora wollte es aufschlagen. Mrs. Elm schüttelte den Kopf. Du musst immer erst warten, bis ich grünes Licht gegeben habe. Warum? Alle Bücher hier, jedes Buch in dieser ganzen Bibliothek, bis auf eines, sind Versionen deines Lebens. Diese Bibliothek gehört dir. Sie ist für dich da. Das Leben jedes Menschen könnte auf unendlich viele Arten enden. Diese Bücher auf den Regalen sind dein Leben und beginnen alle zum gleichen Zeitpunkt. Jetzt, Mitternacht. Dienstag, 28. April. Aber diese Mitternachtsmöglichkeiten sind nicht die gleichen. Manche sind ähnlich, manche ganz verschieden. Wahnsinn, sagte Nora. Bis auf eines, das hier? Nora hielt Mrs. Elm das steingraue Buch hin. Mrs. Elm zog eine Augenbraue hoch. Das hast du geschrieben, ohne je ein Wort dafür zu tippen. Wie bitte? Dieses Buch ist die Quelle all deiner Probleme und auch die Antwort darauf. Was für ein Buch ist es denn? Man nennt es das Buch des Bereuens. So, Nora schlägt dann dieses Buch auf und es ist ziemlich schlimm. Da steht alles drin, was sie jemals bereut hat und es fühlt sich richtig, richtig mies an. Weiter im Buch. Nun, Mrs. Elm stand mit verschränkten Armen da. Obwohl sie noch immer so aussah wie Mrs. Elm, die Nora seit ihrer Schulzeit gekannt hatte, trat sie definitiv etwas schroffer auf. Es war Mrs. Elm, aber irgendwie auch wieder nicht Mrs. Elm, ziemlich verwirrend. Was nun? Fragte Nora, die immer noch nach Luft drang, immer noch erleichtert, dass nicht mehr all diese Reuegefühle gleichzeitig auf sie einstürmten. Welche Reuegefühle stehen im Vordergrund? Welche Entscheidung würdest du gern rückgängig machen? Welches Leben würdest du gern anprobieren? Genau so drückte sie es aus, anprobieren, als wäre dies ein Kleidergeschäft und Nora könnte sich einfach irgendein Leben aussuchen, wie man sich ein T-Shirt aussucht.
Es kam mir wie ein grausames Spiel vor. Es waren Höllenquallen, als würde man mich erwürgen. Worum geht's hier eigentlich? Als Nora aufblickte, bemerkte sie zum ersten Mal die Lampen. Es waren einfach nur nackte Glühbirnen, die an Drähten von der ganz normal wirkenden hellgrauen Decke herabhingen. Nur war es eine Decke, die an keine Wände stieß. Wie der Boden erstreckte sich auch die Decke ins Unendliche. Es geht darum, dass dein altes Leben höchstwahrscheinlich vorbei ist. Du wolltest sterben und vielleicht kommt es auch dazu. Und du wirst irgendwo hin müssen, irgendwo landen müssen in einem anderen Leben. Deshalb musst du jetzt scharf nachdenken. Diese Bibliothek heißt Mitternachtsbibliothek, weil jedes neue Leben, das hier im Angebot ist, jetzt beginnt. Und jetzt ist Mitternacht. Alle Leben beginnen jetzt. All diese Zukunftsformen, darum geht es hier. Darum geht es in deinen Büchern. Um jede andere, sofort gegenwärtige und fortdauernde Zukunft, die du hättest haben können. Dann gibt es hier also keine Vergangenheiten? Nein, nur deren Konsequenzen. Aber auch jene Bücher sind geschrieben. Und ich kenne sie alle. Aber die sind nicht für dich zum Lesen bestimmt. Und wann endet jedes Leben? Manchmal nach Sekunden oder Stunden oder Tagen, Monaten länger. Wenn du ein Leben gefunden hast, das du wirklich leben möchtest, dann ist es so lange dein Leben, bis du an Altersschwäche stirbst. Wenn du ein Leben wirklich stark genug ersehnst, brauchst du dir keine Sorgen machen. Du wirst dann dort bleiben, als seist du schon immer dort gewesen. Denn in einem Universum bist du auch schon immer dort gewesen. Das Buch wird sozusagen nie zurückgegeben. Es geht allmählich von einer Leihgabe in ein Geschenk über. In dem Moment, wo du dich für ein Leben entscheidest, das du wirklich leben möchtest, wird alles, was jetzt in deinem Kopf existiert, einschließlich dieser Mitternachtsbibliothek, zu einer so vagen, so ungreifbaren Erinnerung verblassen, als wäre es kaum noch da. Eine der Glühbirnen flackerte. In Gefahr bist du nur, fuhr Mrs. Ames unheilvoll fort, solange du hier bist, zwischen den Leben. Wenn du den Willen zum Weitermachen verlierst, wird dies dein eigentliches Leben beeinflussen, dein ursprüngliches Leben. Und das könnte zur Zerstörung dieses Orts führen. Du wärst für immer verschwunden, du wärst tot. Und dein Zugang zu all dem hier auch. Das will ich doch, ich will doch tot sein. Ich wäre dann tot, weil ich tot sein will. Deshalb habe ich ja die Überdosis genommen. Ich möchte sterben. Naja, vielleicht. Oder vielleicht auch nicht. Immerhin bist du noch da. Nora versuchte, das zu begreifen. Wie kehre ich dann in die Bibliothek zurück, falls ich in einem Leben feststecke, das noch schlimmer ist als mein altes? Es kann unmerklich geschehen, aber sobald du die Enttäuschung in vollem Umfang empfindest, kommst du hierher zurück. Manchmal kriecht das Gefühl in einem hoch, manchmal ist es plötzlich da. Wenn es nie kommt, bleibst du, wo du bist und wirst dort erklärtermaßen glücklich sein. Es ist ganz einfach, also such dir etwas aus, das du gern anders gemacht hättest und ich finde das passende Buch dazu, beziehungsweise das passende Leben. Nora starrte auf das Buch des Bereuens hinab, das zugeklappt auf den gelbbraunen Boden fließen lag. Sie erinnerte sich, wie sie spät nachts mit Dan über seinen Traum geplaudert hatte, ein idyllisches kleines Pub auf dem Land zu besitzen. Seine Begeisterung war ansteckend gewesen und fast wäre es auch ihr Traum geworden. Ich wünschte, ich hätte Dan nicht verlassen und ich hätte immer noch eine Beziehung mit ihm. Ich bereue, dass wir nicht zusammengeblieben sind und versucht haben, diesen Traum zu verwirklichen. Gibt es ein Leben, wo wir noch zusammen sind? Natürlich, sagte Mrs. Elm. Wieder begannen die Bücher der Bibliothek dahin zu gleiten, als handle es sich bei den Regalbrettern um Fließbänder. Dieses Mal jedoch bewegten die sich nicht langsam wie ein Hochzeitsmarsch, sondern schnell und immer schneller, bis man sie kaum noch als einzelne Bücher erkannte. Sie schwirrten nur noch in grünen Strömen vorbei. Und genauso plötzlich blieben sie wieder stehen. Mrs. Elm ging in die Hocke und zog ein Buch aus dem untersten Regal zu ihrer Linken. Das Buch war in einem der dunkleren Grüntöne gehalten. Sie reichte es Nora. Es wog viel weniger als das Buch des Bereuens, wo es ähnlich groß war. Wieder stand der Titel nicht auf dem Buchrücken, sondern war in kleinen Lettern aufs Cover geprägt, genau im Farbton des Buchs. Der Titel lautete »Mein Leben«. »Aber das ist doch gar nicht mein Leben.« »Ach, Nora, es sind alles deine Leben.« »Und was mache ich jetzt?« »Du öffnest das Buch und schlägst die erste Seite auf.« Nora tat es. »Okay«, sagte Mrs. Elm langsam und deutlich. »Jetzt lies die erste Zeile.«
Nora starrte auf die Seite und las, sie verließ das Pub und trat in die kühle Nachtluft. Und Nora konnte gerade noch denken, Pub? Dann passierte es. Der Text begann vor ihren Augen zu wirbeln, rasend schnell, wurde bald unleserlich, während sie merkte, dass ihre Kräfte schwanden. Sie ließ das Buch nicht bewusst los, aber es kam der Moment, wo sie nicht mehr der Mensch war, der es las. Und dann kam der Moment, wo es kein Buch und überhaupt keine Bibliothek mehr gab. Ja, sieht ganz so aus, als würde Nora da das erste andere Leben ausprobieren. Wirklich ein sehr, sehr schönes Buch. Man kann da lernen über Reue, über neue Chancen, über Entscheidungen auf eine sehr, sehr angenehme, unterhaltsame Art und Weise. Es ist wirklich ein super Buch jetzt für die Feiertage oder auch sonst. Da das die Ausgangsbasis ist, dass sich jemand umbringen will, was hoffentlich keinen unserer der Hörer hier betrifft, muss ich das erwähnen und will das erwähnen. Wenn jetzt über die Feiertage zum Beispiel irgendwie jemand von euch richtig, richtig fertig ist und niemand hat zum Reden, dann könnt ihr euch jederzeit an die Telefonseelsorge wenden. Es kostet nichts und die Nummer ist 0800 111 0111. Also das so als Disclaimer. Ich hoffe, es betrifft niemanden. Genau, also das gesamte Buch kannst du, wenn es dich neugierig gemacht hat, und das sollte es, kostenlos als Hörbuch bei BookBeat hören. Von jemand anderem eingesprochen als mir natürlich. Wobei ich mir schon mal überlegen könnte, in irgendwie Wohnzimmern aufzutreten und für ein paar Euro persönlich jemandem was vorzulesen. So wie der Country-Sänger Gunther Gabriel das in seinen letzten Jahren gemacht hat. Naja, jedenfalls geht es außerdem auch darum, wie vermeintlich schlechte Entscheidungen später nach Gutes herbeiführen können. Was ja auch für manche von uns, mich zumindest, eine interessante Überlegung sein könnte. Es geht auch um den Sinn und Unsinn mit uns mit anderen zu vergleichen, Stichwort Insta-Life, und darum, wohin wir von hier aus gehen können. Weitere Tipps bei BookBeat, wenn du dich mit guten Sachen aufladen willst: In der Stille liegt dein Weg von Ryan Holiday, Blink, die Macht des Moments von Malcolm Gladwell, Die fünf Sprachen der Liebe, Chapman, Die Macht der Gewohnheiten, Duhigg, Die 4 Stunden Arbeitswoche von Tim Ferriss. Und es gibt, wie gesagt, gerade eine Aktion exklusiv für die MyMonk-Hörer. Wenn du BookBeat 4 Wochen lang komplett kostenlos testen willst, kannst du es jederzeit beenden. Und zum Beispiel dieses Buch von heute im Ganzen hören möchtest, dann geh auf bookbeat.de/mymonk. bookbeat.de/mymonk. MyMonk zusammengeschrieben. Oder gib im Kaufprozess MyMonk als Code ein, auch zusammengeschrieben. Du kannst jederzeit kündigen, und wenn du nach dem Testmonat überzeugt bist, kannst du entweder für 9,99 im Monat 25 Stunden im Monat hören, was du willst, für 14,95 100 Stunden oder für 19,90 unbegrenzt 4. Ich freue mich, wenn dir die Folge gefallen hat und dich neugierig gemacht habe, und sag wie immer schönen Tag, bis bald vielleicht, ciao. Ach so, ja, und schöne Weihnachten, ganz wichtig, ciao. Das war der MyMonk-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du sie heute mit jemandem teilst, dem sie auch helfen könnte. Außerdem würde ich sehr, sehr gern deine Gedanken hören, was du am meisten mochtest an dieser Folge oder was dich am meisten davon beschäftigt hat. Und dazu kannst du mir deine ehrliche Rezension bei Apple Podcast dalassen. Und falls es dein erstes Mal war mit dem MyMonk-Podcast, dann herzlich willkommen. Wenn du jede Woche inspiriert werden willst, ganz ohne Chaka und ohne Feenstaub, und Dinge lernen, die dich weiterbringen, dann abonniere am besten gleich mal den Podcast bei Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts oder wo auch immer. Mehr Inspiration, Gedanken und auch ein paar Einblicke in mein Leben als Influencer bekommst du, auch wenn du MyMonk bei Instagram folgst. Einfach mal nach MyMonk suchen dort. Da kannst du auch sehr gut mit mir in Kontakt treten über Instagram. Und wenn du gerade einen großen Traum hast, der sich so groß anfühlt, dass du ihn allein nicht erreichen kannst, dann könnte das MyMonk Mentoring was für dich sein, wo ich Menschen 1:1 begleite, vor allem wenn es um das Thema Online-Business geht, weil ich einfach viele Jahre Erfahrung habe durch den Aufbau von MyMonk mit mehreren 100.000 Followern, vielen Millionen Mal runtergeladenen Podcasts, noch mehr Millionen Mal gelesenen Blogtexten und so weiter. Wenn dich das interessiert, findest du alle Infos dazu auf mymonk.de/mentoring. So, das war's von mir. Hab einen schönen Tag, oder noch besser, mach dir einen schönen Tag. Bis bald, ciao.